Downtown Orlando ist eigentlich so eine Art Geheimtipp, vor allen Dingen am Wochenende, weil da gehen die ganzen Einwohner Orlandos hin. Na, also wenn Sie etwas suchen, abseits von Disney und Universal zum Beispiel, dann können Sie auf jeden Fall Ihre Kunden in die Stadtmitte schicken. Aber was es auch noch gibt, was nicht ganz unwichtig ist in der Stadtmitte, ist Zuschauersport. Zum Beispiel Fußball. Das ist irgendwie der neueste Hype jetzt in den USA, also unseren Fußball, Soccer genannt, in Amerika natürlich. Wir haben Orlando City Soccer, MLS Soccer, Major League Soccer, direkt in der Stadtmitte. Kaká spielt da zum Beispiel bei Orlando. Also das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Aber genauso in einem Amway Center, das ist ein großes Zentrum mitten in der Stadt, haben wir Orlando Magic NBA Basketball, Indoor-Fußball und sogar Eishockey. Also wenn Ihre Kunden etwas Aufregendes, Spannendes suchen für den Abend, dann kann man diese Sportarten auf jeden Fall gut empfehlen. Einkaufen, ich glaube ein absoluter Muss, egal wie der Wechselkurs ist, man findet immer irgendwas. Die großen Namen bei uns sind natürlich die Premium Outlets, da haben wir zwei Stück, The Florida Mall und The Mall at Millenia. Die Premium Outlets sind am nördlichen Ende vom International Drive und auch Richtung Disney, Richtung Lake Buena Vista. The Mall at Millenia zwischen iDrive und der Stadtmitte und The Florida Mall eigentlich zwischen iDrive und dem Flughafen. Also wie Sie sehen, es gibt keine Stadtmitte, wo man denn einkaufen geht. Alles ist etwas verteilt und man muss ein paar Entscheidungen treffen, wo geht es jetzt hin. Aber es gibt, alle Geschäfte sind da, ob Bloomingdale's, Macy's, Saks Fifth Avenue, Apple Store und so weiter, Abercrombie ist alles da. Wenn Sie damit fertig sind, brauchen Sie wahrscheinlich sowas für den Koffer. Kurz, um alles wieder festzumachen. Ich habe das schon. So, wir haben auch beschauliche Möglichkeiten einkaufen zu gehen. Ich habe zum Beispiel nördlich von der Landestadtmitte gibt es ein kleines Städtchen namens Winter Park. Das ist eigentlich mein absoluter Geheimtipp immer. Und da gibt es eine sehr beschauliche Einkaufsstraße namens Park Avenue mit kleinen Galerien, Bistros, kleinen Restaurants, Boutiquen. Es ist wirklich ganz ruhig und bietet ein totales Kontrastprogramm zu den ganzen Outlets zum Beispiel. Und es gibt auch Bauernmärkte in verschiedenen Regionen der Stadt, wie im Winter Park oder in der Stadtmitte, vor allen Dingen am Wochenende. Ja, und last but not least, Sie sehen, Orlando ist sehr komplex, es gibt immer wieder was Neues, es wächst immer. Wie können Sie immer auf